Baukwala, Baukwani, herzlich willkommen zurück bei Far Cry Primal. Wir werden unser Dorf weiter ausbauen, hoffe ich mal. Wenn wir denn die Materialien dazu da haben. Ich schau mal kurz rein. Wir haben ja Sailors und Tensai's Hütte ausgebaut. Ging ja ziemlich fix. Können wir jetzt leider nicht weitermachen in unserer Hausbaumania. Aber wir sehen schon, wir haben eine weitere Mission. Wir müssen mit Sailor reden. Dann gehen wir doch mal zu der guten Frau. Die Dam Shayao Gar Sailor. Takar Guasham. Guasham, ha. Guarpati Pachers. Tu Guama Parshai. Haita Chawa su Chaudam. Nu, aquí está. Mi Jan has ha Guasham. Chaja. Marwa Udam Waidam. Si Shao Sinacham. Si. Warja. Die. Udam Shayar Guama Dwayam. Das ist eine Keule. Tu sei Arshi Tachislaha Malshata Guarpati. Okay. Ich darf ein paar Dudes kloppen. Und ganz zufällig würde es direkt mal der nächste Tag. Also wir dürfen unser kleines Dorf, das wir uns gerade eben erst aufgebaut haben, direkt mal verteidigen. Was stand da gerade? Rohstoffe? Ach stimmt, ich kriege ja jetzt jeden Tag irgendwie so ein paar Belohnungen in meine Beutetasche. Was haben wir denn eigentlich hier? Bienenschwarm. Das brauche ich, glaube ich, für diese komischen Bienengranaten. Oder was das für Dinge waren. Nordseeler, das hätte ich jetzt vor ein paar Folgen die ganze Zeit gebraucht. Moment, das werden wir doch... Jawohl, für den Speer brauchen wir das noch. Südahorn. Nee, ich glaube, dann war es das wieder. Wir brauchen Jackfell und auf jeden Fall mal wieder Federn. Ja, die Nordseeler brauchen wir jetzt nur noch für den Speer. Dazu brauchen wir aber auch noch ein bisschen Schilf. Da können wir dann... demnächst wieder auf die Jagd gehen, wenn wir unser kleines Dörflein verteidigt haben. Nahkampf. Ach, das ist ja nett, dass ihr mir in Folge 6 endlich erklärt, wie der Nahkampf funktioniert. Okay, Keulen sind schnelle Waffen. Bla bla bla. Speere sind langsam. Ja, können auch geworfen werden. Schwerer Angriff. Linksklick gedrückt halten und dann loslassen. Betäubt Gegner und richtet großen Schaden an. Brennende Waffen hältst du stattdessen direkt vor dir. Schön. Ich bin aber mehr so dieser, Huch. Dieser Pfeilkämpfer. Was, Ul? My marcha, sir. Winjamana. Ulaikwa. Shuta Marita! Was denn für einer? Usai Salwa Guan! Palhu Uda! Palhu Hasmas! Nu, Takar Masi Hayauda! Oh ja, ich habe meinen Pfiffi wieder am Start. Den werde ich jetzt direkt mal holen. Moment, wie war das doch gleich? Ja, so. Bestie entsenden. Ja, ich will sie holen. Ach, da hinten ist er. Komm her, Fifi. Moment, der rennt in meinem Dorf rum, das geht ja gar nicht. Ey, du Sack, bleib stehen! So. Was? Kopfschuss? Das war doch ein Schlag?
Ja, und wo ist jetzt meine Bestie eigentlich? Hallo? Ah, Linksklick. Komm her, Fifi. Du darfst gleich mal ein paar Dudes. Hä? Ach, da ist ja schon einer drin. Freunde, ihr müsst mir das auch noch sagen. Wo kommen die denn her? Ihr kloppt mir hier mein Höhlentor kaputt. Hm? Das geht gar nicht. Was hat der denn an? Brauch mal ein paar Waffen. So. Komm mal her. Kriegst du ein bisschen Fleisch? Kommen die da einfach von hinten in mein Dorf? Das gibt's doch gar nicht. So, wo ist der nächste? Ich glaube, die Keule ist besser. Die kann nämlich nicht kaputt gehen. Wo ist er denn? Ach, da hinten. Alter, hör auf, hier diese giftige Scheiße in meinem Dorf rumzuschmeißen. Du kannst durch Bienen... Was? Bienen? Seit wann sind Bienen giftig? Zumindest so giftig, dass es hier irgendwie... was mir antut. Ne, komm, machen wir das hier. So. Das ist ja echt scheiße. Na, jetzt kommen die schon wieder von hinten. Freunde, das geht gar nicht. Wir brauchen so eine Art Selbstschusstor oder sowas. Ach komm, hör doch auf mit dem Scheiß. Mal, das war's jetzt. Hm? Schnüffelst du was? Komm, Fifi. Udam Shanti Ati. Uhaya Takar. Sei Marwa Huwanna. U Arsh Shazdarwa Guijar. U Winja Dwayai. Die ist aber angepisst. Erreiche das Udam noch? Ja, gern doch. Ey, die Frau gefällt mir. Statt einfach nur da zu hocken und sich angreifen zu lassen hier. Einfach mal einen Gegenangriff starten. Und die Dudes einfach mal selber platt machen. Es war aber wieder klar, dass ich das jetzt alleine machen darf. Ich meine, die hätten mir den einen oder anderen Sperrdude mitgeben können. Aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin ja Takar, der große Wenya-Krieger. So, müssen wir aber erstmal gucken. Handwerk. Nee, warte mal. Wie war denn das mit der Keule? Die ist jetzt kaputt, oder was? Ach, hä, klar. Ich kann sie ja hier drin direkt craften. Mann, bin ich dämlich. Okay. So, aber brauche ich nicht. Ich habe ja sowieso meine Blut-Chasti-Keule. Ich will jetzt aber erstmal hier mit dem Bogen unterwegs sein. Fifi, bist du da? Jawohl. Für dich gibt es gleich wieder Udam-Fleisch zu futtern. Ach Mist, jetzt waren da schon wieder Federn. Ich brauche noch immer noch eine Feder. Diese blöden Vögel hier. Die könnten netterweise aber auch mal eine Feder fallen lassen für mich. Muss ich nicht gleich das ganze Vieh töten? Ich will es doch eigentlich auch gar nicht töten, ich will doch nur eine Feder. Oh, da oben brauchen Dudes meine Hilfe. So, geh mal angreifen, Fifi. Sehr gut. Ja, kriegst du ein bisschen Fleisch dafür. Feines Hundi. Ja, du kannst mitkommen.
die Dudes da oben platt machen. Oh oh. Oh nein, die Idioten haben sich mit einem Bären angelegt. Komm mal lieber mit, Fifi. Dem Bären wollen wir nicht zu nahe kommen. Lieber Bär. So. So, schauen wir noch mal hier. Hier müssen wir noch so ein paar Sachen. Fleisch? Nee, komm, das nehmen wir hier als Schnellheilen festlegen. Fleisch habe ich doch genug am Start. Was war das? Ich höre hier überall Geschrei, aber sehe keine Dudes. Verwirrt mich jetzt ein bisschen. Hallo? Udam-Penner? Seid ihr da? Nö? Dann halt nicht. Mal ein bisschen grünes Kraut einsammeln. Ich krieg nämlich gleich mächtig auf die Fresse, glaube ich. Juhu, schleichen! Wirf Steine, um ein Geräusch zu verursachen und Gegner abzulenken. Das kennen wir schon. Geh mit C in die Hocke, so verursachst du weniger Geräusche. Aha, kennen wir auch. Wenn du entdeckt wirst, verstecke dich in der Vegetation, um den Sichtkontakt zu unterbrechen. Ja, und wieso erklären mir jetzt das Schleichen? Bestie schwerer entdecken. Achso, ich... Was? Bestie schwerer entdecken? Ich und meine Bestie werden schwerer entdeckt. Ja, aber was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Wieso soll ich mich jetzt denn eigentlich verstecken? Dann gehen wir mal da außen rum. Da konnte man irgendwie von hinten hochklettern. Habe ich gesehen. Da. Zerstöre alle Udam-Knochenbäume und töte alle Gegner. Ja, genau. Ich soll doch alles und jeden töten. Warum soll ich mich dann rumschleichen? Oh oh. Moment, warte mal, ich hab doch hier... Ha. So, erstmal mit der Eule die ganze Gegend hier auschecken. So, da haben wir ein paar Dudes, da haben wir einen Knochenbaum, noch ein paar Dudes. Ja, das sind schon ein paar. Ach, da oben haben wir auch noch welche. So, ich müsste irgendwo da unten sein. So. Machen wir doch erstmal den hier oben platt. Hä? Bin ich jetzt alle gesehen oder was? Ich will da hoch. Moment. Ah, ich hab doch eine Bienengranate. Zumindest eine, was haben wir hier? Köder? Nee, Köder brauchen wir keinen. Na, hat sehen die das Vieh? Ja, das war nicht so effektiv, glaube ich. Schade, ich dachte, die wühlen da so ein bisschen rum. Dann halt nicht. Hey, lasst meinen armen Fifi in Ruhe. Sag mal, wie viel haltet ihr eigentlich aus? Das waren zwei fette Schläge. So, erstmal hoch. So. Ich denke mal, das waren jetzt alle, oder? Komm her, Fifi. Beifuß. Ja, braver Junge. Kriegst ein bisschen Fleisch. Sehr gut. Eigentlich könntest du ja auch so ein bisschen an deinen Gegnern nagen. Hier, den da zum Beispiel. Sieht zwar nicht lecker aus, aber einen guten würde ich sagen.
So, jetzt auch noch diese Knochentürme. Wie zur Hölle? Okay. Ah, okay. Hey. Da hätte man eigentlich fast drauf kommen können, dass jetzt noch mehr, ein paar mehr Dudes kommen. Hau doch mal ab jetzt. Oh, und der andere. Da ist ja noch einer. Ach, jetzt kommen sie mir zur Hilfe. Das ist aber nett. Freunde, das gefällt mir. Ihr habt keine Angst vor dem Krieg und dem Tod. Ihr seid ja wie ich. Oh, dann machen wir gleich mal den nächsten Knochenturm platt. Hässliches Teil hier. Stört mich, das muss weg. So. Und das Ding auch. Machen wir gleich hier volle Möhre. Ich hau dir mit dem Knochen voll auf die Fresse. Das ist voll, ein voll aufgeladener, schwerer Schlag. Die halten das aus? So. Hä? Ach, erst zwei zerstört? Ich hab doch den anderen, habe ich auch. Oder nicht? Stirb, du blöder Turm! So, jetzt. So. Tja. Was habt ihr davon, wenn ihr Takars Dorf angreift? Ihr habt meinen Höhleneingang beschädigt. Und offensichtlich noch mehr. Udam Guanta? Udam Mari. Ul. Atikwaifa. Appa. Laiwamaya. Shaja. Palhu Winja Marirs. Shaja. Palhu Udamari. Winja Baltasha. Gwaifamas. Shaus Uls Dawsam. Sana kwaida shanchi parishai. Salwa winja marwa. Nur sein Ohr? Maji. Sami gartichi nafa. Du kriegst deinen ganzen Kopf? Winjai. 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 So, jetzt geht's ab. Dem Sack werde ich sowas von in die Fresse treten. Drücke M, um das Kartenmenü zu öffnen. Hey, auch schon rausgefunden. Vermisste Venya mit einzigartigen Fähigkeiten werden zuletzt in den markierten Gegenden gesehen. Wurden zuletzt. Oh, cool. Durchsuche Horus und bringe diese begabten Venya in dein neues Dorf. Aber gern doch, Freunde. Huch. Ah, sehr schön. Jetzt gibt es ein paar neue Orte und wir sehen schon, wir haben einmal den Karush, den Krieger, Moga, den Handwerker und Jaima, die Jägerin. Ich glaube, ich hole mir erstmal den Krieger ins Dorf. Mittel, Mittel, alle Schwierigkeiten Mittel. Jo, das wird sich wahrscheinlich nichts geben. Aber mir egal, ich hole mir erst den Krieger, der haut mächtig auf die Kacke. So, aber erstmal da hinten das Fragezeichen. Das ist nämlich gleich hier um die Ecke. Muss ich nicht so weit schlappen. Das sieht nach Tensais Hütte aus. Ich hoffe mal, der hat keinen Drohnencocktail für mich bereit. So, was haben wir hier eigentlich? Interagi. Nein! Das war eine Blutschale, nicht trinken. Verdammt.
Takari, Suna. Mishayu aluti fadata. Bal, bal, pafetal, urusu. Quai qua shraba. Shayu nawa, sadada. Saif, naba su hayayata. Shunta, guar buhata. Nai. Tiji bal bal. Mihi pafital daf. Quai bal bal. Tursa pashmas. Tishayu sakwa takar. Ma. Ais pafeta. Nata salwa. Makam. Sehr gut. Nicht trinken. Nein. Ja, sehr gut. Nur eine Erklärung, dass ich hier... Na verdammt, er hat echt getrunken. Scheiße. Warum lässt Takar... Nein, nicht Takar, Tensei. Warum lässt der Tensei auch eine Schale mit irgendeinem Drogensud offen an seiner Hütte rumliegen? Bin ich jetzt ein... Bin ich gerade in Geisterform in diesen Mammut reingefahren? Ja, ich bin Mammut. So, was haben wir denn? Sprungen, Sammelruf. Geiler Scheiß. Und Linksklick Angriff. Oha. Ach du Scheiße. Jetzt aber einige Mammutmörder. Mach dich platt. Blöder Nashorn. Aber Nashörner und Mammuts sind Feinde? Klappt sich hier alles, was lebt? Oh oh. Aber warum Sammelruf? Kriege ich ein paar Dudes zur Unterstützung oder was? Mach dich weg! Oh. Du blöder Sack. Ich mach dich fertig. Ach gut, dass wir hier komplett geheilt werden. Hui. Die vier sind aber schnell unterwegs. Hey, das ist unfair. Du kannst fliegen, du Sack. Außerdem hast du zwei Hörner auf der Fresse. Ach, da sind wieder Nashörner. Komm her, du Sack. Jawohl. Oh oh. Ah, du bist doch nicht ganz... Was ist hier mit Steinen hier, ey? Komm da runter jetzt. Du Arsch. Lauf einfach weiter. Wie ich als Mammut einfach mehr Bums drauf habe wie ein Nashorn in vollem. Mit vollem Gang. Das war klar, ich muss wieder oben bleiben. Na gut. So, einer hat noch gelebt.
Ja, jetzt komm mal runter. Bist du hin? Ah, da hinten. Komm her! Ja, auf Steine nach mir zu schmeißen. Verdammt, da wäre das Vieh gewesen. Alter, ich will auch eine transzendente Gestalt haben. Komm her, du Sau. Mach dich fertig. Mann, ihr habt keine Chance gegen mich. Jetzt zeig dich doch endlich, Mann. Machst du doch eh alle fertig. Stirb, du Sau. Hat jetzt auch lange genug gebraucht. Schickte mir hier erstmal 1000 Dudes, ey. Was bist du eigentlich? Tot bist du. Hä? So, ich bin der Barbo-Mammut. Okay, leg dich nicht mit mir an. Was war jetzt eigentlich der Sammelruf? Wäre schön gewesen, wenn ich ein paar Kollegen zu Hilfe hätte rufen können. Okay. Merke, fass nichts an in Tensei's Hütte. Nö, da gehe ich jetzt auch gar nicht erst rein. Na, schmeißt du mir irgendein Pulver in die Fresse und ich atme das ein? Nee, lieber nicht. Da gehe ich doch lieber auf die Suche nach dem guten Karouche. Und versuch den mal auf meine Seite zu bekehren. Er bringt dir mächtige Takedowns bei und rüste dich mit besseren Keulen und Winterkleidung aus. So nämlich. Was macht der andere? Gut, Handwerker ist klar, ne? Taschen und Gürtel verbessern und was macht die andere? Jägerblick verbessern und Bestienmeisterjagd erzählen. Wobei das auch geil ist, dieser Jägerblick. Ich glaube, die hole ich als nächstes ins Dorf. Handwerkermäßig bin ich ja... Smarka! Ziemlich gut aufgestellt, würde ich sagen. Was das betrifft. So, Häuser konnte ich ja jetzt schon mal dahin hinzimmern. So. Da haben wir alles voll. Das sieht auch gut aus. Jawohl. Da hinten ist mein Fifi, der kommt auch gleich wieder rüber. Wir schlagen uns mal... Ja, einfach mal so in seine Richtung. Na, hier haben wir zwar das Lagerfeuer, aber wir machen immer noch keine Schnellreisen. Unbekannter Ort. Nee, also... So interessant finde ich die jetzt auch nicht. Komm her, Fifi, Beifuß. Du bist hoffentlich schneller wie ich. Ich warte jetzt nämlich auch einfach gar nicht auf dich. So, ey, das finde ich geil. Guck mal. Da spazieren einfach ein paar Dudes von mir rum. Die befestigen hier mein Gebiet. Das ist ja geil. Also irgendwie waren die Kollegen von den Far Cry-Protagonisten
in der Steinzeit irgendwie ein bisschen besser aufgestellt. Als jetzt zum Beispiel im Himalaya. Obwohl da vorne. Was bist du für einer? Aber du bist bestimmt ein wildes Tier. Ja, du bist ein wildes Tier. Hey, du Sack! Bleib stehen! Mach dich platt! Blöder Rothund. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Ich glaube, wir sind wieder auf. Nee, wir sind. Naja, halbwegs falsch. Aber wir nehmen einfach mal die Straße. Die hier an sich eigentlich keine Straße ist. Hm? Sehr gut. Tja. Ihr spaziert mir nicht in meiner Hut rum. Dass das klar ist. Ah. Schlange. Hä? So, jetzt. So, wir sind hier in so einer kleinen Hütte. Ich sehe, wir müssen wieder einen kleinen Folgencut machen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, dass wir uns... Pfeil anzünden? Jo, gern doch. Hoffe, dass wir uns bald wiedersehen in der nächsten Folge. Sage bis dahin Guarsta, Sakush, Smarka und auf Wiedersehen.